einfach entspannen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Produktion. Und zwar, wir machen einen Let's Test. Wir haben das ja schon angekündigt. Und zwar in unserem letzten World of Tanks Let's Play haben wir angekündigt, wir wollen War Thunder fliegen, weil es die bessere Alternative ist in unseren Augen zu World of Warplanes. Sollte euch das gefallen, werden wir daraus ein Let's Play machen. Momentan eher alleine, weil es sich auch wegen den Panzern anbietet. Sorry. Genau. Und deswegen ist das jetzt eher die Let's Test-Version davon. Und wir werden jetzt mit dem Schnabeltier 90 und dem Schuber 90, lol, heißt wirklich so? Interessant. Bei der 90, ist mir noch nie aufgefallen. Von unserem War Thunder Clan, der fliegenden Gebirgsmarine, ein kleines Let's Test machen. Weil wir können bei War Thunder mit 4 Leuten in einer Staffel fliegen. Und ja, der Führer hat Härte befohlen, deswegen fliegen wir mit russischen Maschinen und gehen direkt in die Schlacht rein. Genau, Luftwaffel für alle. Luftwaffeln für alle. Mit Sahne und Kirschen. Du meinst die 50 Kilo Kirschen? Die 50 Kilo Kirschen. Wahlweise. Ich fühle mich umzingelt von Rossen. Oh, als Engländer. Da ist natürlich ein Problem. So, brauchen wir Bomber. Ich setze mich erstmal in Bomber. Es gibt nur 1-2 Kolonnen. Lass uns die einfach auf den Weg räumen. Alles klar. Also die ATR tut uns auch ein bisschen weh. Also die SBM 100, die hat 6 100-Kilo-Bomben. Die ist sehr gut. Ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen was am Rande. Für den letzten Test vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ihr seht schon, es ist saugeil. Also von der Grafik her. Und es frisst weniger als WOT. Also du kannst quasi, wenn du bei WOT bei Medium-Grafik bist, kannst du hier schon fast auf hoch bis sehr hoch schalten. Ja, die Grafik ist hier so genial programmiert. Ich tauche mal in den Tiefflug ab und dann zeige ich euch mal das Grünzeug. Wir sind mindestens in einem Tier 4-Gefecht. Oh ja, Boomerangs. Ja. Und BF-110. Und MC-202. Ja. So, ihr seht schon... Alles schlecht, Chris. Lass mal abbiegen. Das Grünzeug ist doch sehr detailliert. Auch wenn die Bodentexturen jetzt nicht so der Reißer sind, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn man im Flugzeug drüber fliegt, kann einem die Bodentextur egal sein. Der Bierhamster hat schon den ersten hinter sich. Ja, der Bierhamster, die Hamsterstaffel ist wieder mal am Arsch. So. Aber ich halte das wie bei World of Tanks, ich bleib möglichst nah am Boden. Ja. Mein Heckgunner tobt schon auf irgendwas rum. Ja, ich nenne meinen Heckgunner jetzt mal Juri, weil es ist ja ein Russe. Juri! Sollst nicht so blöde gucken. Genau, das ist Juri, unser Heckgunner. Unser Heckgunner beschützt uns zumindest, unser Heck. Ist aber nicht sonderlich gut. Also unser Heckgunner definitiv, der braucht noch ein paar Übungsstunden am... Ey, wer bombt mir da hier alles weg? Na, ich hier, aber, ja. Wayne! Ja, Halte aus. Der Hamster, der stürzt doch gerne ab. Der muss nicht überleben. Nee, bei mir ist der Frontgunner Wladimir. Wladimir. Und der Heckgunner wahrscheinlich Vitali. Vitali. Kindermilch schmierte. Lutschen, bis das Weiße kommt. Okay, unser Bomber ist weg. Den hat's gerade zerlegt. Aber ihr seht... Mein Heckgunner hat sich das erste Opfer gesucht. Wir können mein Frontgunner ballert auf der Catalina rum. Wir können innerhalb eines Gefechts mehrere Flugzeuge auswählen, was natürlich saugeil ist. Ich schieß gerade die Catalina ab. Falls man abgeschossen wird. Wir nehmen uns die LEC 3, weil LEC 30... Nein, Moment. Einfach nur, weil... Ist ein sehr schöner Jäger. Ihr merkt schon, die Fassrolle ist definitiv sehr viel lustiger. Sorry. Und die Vorteile... Hat jetzt die Catalina abgeknallt? Nee, die brennt immer noch. Schön. Ich sag jetzt mal ein bisschen was zum Vorteilen. Die Vorteile gegenüber von World of Warplanes ist einfach das Schadensmodell. Au. Du kannst hier jemanden wirklich einzelne Sachen wegballern. Du kannst jemanden die Motoren wegballern, den Piloten wegballern. Das war knapp. Du kannst einzelne Bordschützen aus dem Flugzeug rausballern. Es ist halt nicht alles auf Hitpoints. Wenn dir jemand wirklich eine komplette Flügelfläche durchballert, hast du definitiv den Fakt, dass du... dass du nur noch eine Kurve fliegen kannst, weil einfach der Auftrieb auf einer Flügelfläche fehlt. Und ja, die mein Tail-Control ist jetzt zum Beispiel auch im Arsch, ich fliege nur noch nach oben. Genau. Wenn und man kann dann auch rausfinden, ob es schlimm ist, wenn man den Boden durch seine Tragfläche sehen kann. Es ist definitiv meistens eine ungünstige Variante. Ja. Okay, geht abwärts. Zum Beispiel von der H6K brennt man... Sieht er noch hoch? Oh oh.
Nein, ich sehe das als negativ. Ihr habt gesehen, diese Spritzerchen auf unserem Display, das war das Öl, was die H6K gerade vor uns verloren hat. Du hast es gefunden. Yay! Ich habe das Öl gefunden. Ja, mein Motor ist so gut geschmiert wie nie zuvor. Schon wieder ein Kill-Assist. Es ist einfach von der Physik her, von der Grafik her, es ist einfach so viel besser als alles, was Wargaming zu bieten hat. Und für die, die sich fragen, ja, kann man da auch irgendwie mal ein bisschen was erforschen oder so? Ja, kann man. Wir haben du fliegst quasi in Flugzeugen. Je länger du es fliegst und je mehr du Erfahrung auf dem Flugzeug gesammelt hast, desto mehr Bewaffnung, Upgrade haltest du halt frei. Es gibt halt Module, und neue Alter, Flugzeuge. Die 110 wollte mich gerade rammen. Ja, die Hurricane auch. Und ich, das war mein rechter Flügel. Und ihr seht schon, ich habe keine Kontrolle mehr und da geht's ins Gebüsch. Ich habe nur einen Baum gefällt. Ich bin ein Holzfäller. Ja, War Thunder. Es heißt ja nicht nur War Planes, es heißt War Thunder. Hat einfach für die Leute, die es nicht wissen, es kann ja sein, dass es ein paar davon gibt, die das Spiel nicht kennen. Die BF-110 fliegt auch immer noch, ne? Das Ding überlebt das. 110 ist ein Zerstörerflugzeug der Deutschen. Also der Führer hat Härte befohlen, ist bei dem Flugzeug definitiv umgesetzt worden. Die Flugzeuge sind realistisch gehalten und alle haben Kriegseinsatz gesehen. Also es ist nicht wie bei World of Warplanes, wo irgendein Prototyp, der in irgendeiner Hintergarage eines amerikanischen Hobbybastlers konzipiert wurde, als Flugzeug angesehen wird. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die japanischen Flugzeuge ab, naja, sagen wir mal Tier 10, auch nur Blaupausen sind. Wow, richtig. Aber eher als die amerikanischen Blaupausen. Oh, mein Frack hat gerade ein gegnerisches Flugzeug gerammt. So kann man natürlich auch etwas zerstören. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass die Flugzeuge bei World of Warplanes, weil wir ja World of Tanks ja auch spielen, um nochmal den Vergleich zu ziehen, Flugzeuge sind, die wirklich nur als Prototypen gedient haben. Zum Beispiel die Flying Pancake oder... da gibt es bestimmt 20, 30 andere Beispiele, die ich jetzt nennen könnte, wenn ich mehr Ahnung hätte. Aber die Flying Pancake zum Beispiel gab es einen Prototypen von, den haben sie eingeschrottet mit einer Abrissbirne, weil der in der Entwicklung zu lang gedauert hat, weil die Strahltriebwerke dann quasi die Entwicklung eingeholt haben. Oder bei World of Tanks, was zum Geier haben Franzosen da zu suchen? Die meisten Panzer von denen wurden nach 45 entwickelt, da war der Krieg schon lang vorbei. Hier bei World of bei War Thunder hast du nicht eine französische Maschine, das hat auch seinen Grund. Welche verdammte Luftwaffe? Ich hab sogar eine. Welche hast du? Bierhamster. Ich habe die D520. Das ist ein 1940er Modell. Gut, aber in höheren Tiers wirst du keinen Franzosen finden. Meine Lack ist schon wieder ziemlich Schweizer Käse. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Okay. Was? Oh, hinter dir eine Lack. Oh, crap. Ja, und wenn ihr natürlich dem Clan joinen wollt, das kann man ja auch mal in dem Test sagen, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Wir sind nämlich, Eisen und ich sind die Clan-Leader von War Thunder. Wir sind die fliegende Gebirgsmarine. Hat auch den Grund, dass halt, darauf wollte ich eben hinaus, War Thunder nicht nur auf Flugzeuge bespickt ist. Hier sollen auch Panzer dazukommen. Es gibt Vermutungen zu Weihnachten. Genau. Also, mal gucken, ob das wirklich passiert. Da kommen die ersten Panzer in einer sehr schönen Überarbeitung. Also, es gibt die ersten Videos von dem Gameplay und so weiter. Das ist totaler Irrsinn. Der Hammer. Absolut geil. Und es gibt auch dann später Schiffe. Also, es wird quasi eine richtige Flotte geben. Ich bin gerade weggeschossen worden. Aber ich lande noch. Mein Frack landet noch. Oder ja, so ähnlich. Cap mal bitte. Ja, kann ich ja nicht. Bin ja tot, bin ja raus. Ach so. So, bin ich auch schon im letzten Flugzeug, wegen so viel Gequatsche, da kann man nicht mal aufpassen. Ja. Auf jeden Fall, die Versprechungen sind viel im War Thunder und die arbeiten auch viel. Also, bei der Map sieht man es jetzt wenig, die Lichtverhältnisse sind so... Ich habe hier Combat Flaps. Das standige, matschige Grau von World of Tanks, es gibt aber ich auch Maps... Ich möchte welche haben, aber es gibt keine. Oh. Au. Warum sich jetzt Hans hier beschwert, es gibt bei den Flugzeugen sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt hier nicht nur das, was wir jetzt spielen. Wir spielen ja jetzt einen Arcade-Mode, also quasi ein wir fliegen schnell mal los ohne Sinn und Verstand und kloppen eine Runde durch. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Schober total erschreckt.
Sondern es gibt auch einen... Kann mir jemand mal mein Heck freihalten? Ich bin über dem Flugfeld. Ja, ich glaube, alles will mich haben. Ja, ich bin auch über Flugfeld. Ich bin auch über Flugfeld. Es ist schwierig. Hast du noch ein Flugzeug? Ich hab noch. Ich bin gleich raus. Der 311 hat mich gerammt. Dreh ich noch eine Runde. Wo war ich? Ich hab's schon wieder vergessen. Nein! Hilfe! Kann mir mal einer meiner Kommentatoren helfen? Ja, wir müssen unbedingt zurückcappen, weil das ein Domination-Map ist. Das, da war ich zwar nicht bei dem Punkt, aber... Gerade ein bisschen mit Spielen beschäftigt. Ja, ich habe das auch das Problem. Also kommentieren und spielen ist bei diesem Spiel sehr schwierig. Genau, es gibt halt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt einen Historical Battle Mode, wo man zum Beispiel, man startet in der Luft und man hat halt nur die Munition, die man im Flugzeug dabei hat. Also Vorsicht, hier seht ihr... über dir, dreh nach rechts weg. Zum Beispiel lade ich hier momentan im Flugzeug nach. Das heißt, es kommt eine magische Fee und klemmt mir gerade... Ha! Cool. Ich habe noch Jägerjagd bekommen. Also es gibt den normalen Modus, den Arcade-Modus. Da kriegst du halt Munition im Flugzeug noch an die Tragflächen geschraubt. Es gibt den Historical Mode, wo du quasi alles über Landung machen musst. Boah, was ist denn das für ein blaues Ding? Ich habe 9 Upgrades bekommen. Kutos. Kutosovo. Ja, nach cool. Admiral Kuznetsov, der hat Napoleon geschlagen. Das ist ja schön für ihn. Geil, oder? Ja, ja, das ist gut, also. Genau, und es gibt halt hier auch, man sieht jetzt hier die Modifikation, die man freischalten kann. Und, ja, es gibt halt noch mehrere andere Spielarten. Ich klappe die gerade mal auf. Es gibt historische Schlachten. Ist jetzt natürlich auf alles Englisch, obwohl ich auf deutscher Version habe. Das ist noch ein bisschen, möchte ich sagen, ein Manko an dem Spiel. Auf jeden Fall nur einmal Munition mitnehmen. Du hast nur einen Sprittank, du musst landen, wenn du nachladen willst. Oder realistische Schlachten. Flugzeuge verhalten sich voll realistisch. Man kann nur aus dem Cockpit herausfliegen. Du musst starten, du musst landen. Es gibt keine Markierungen auf der Map. Du musst es aufklären, du musst komplett auf Sicht fliegen. Weil Radar, was ist das? Also das ist richtig, richtig anspruchsvoll. Ist für die Fans von dem Spiel IL-2 Sturmovik, die das noch kennen, definitiv eine sehr interessante Alternative. Also erhöhte Geschwindigkeiten reißen dir Tragflächen ab. Deine Piloten gehen ins Koma. Es ist der Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen, wir fliegen noch eine Runde. Ja. Weil kann ich auch noch in der nächsten Runde quatschen. Es gibt viel, viel zu erzählen. Hans? Mhm. Ja. Geht los, aber ich werde jetzt auch mal zu den Russen überlaufen. Alles klar. Die Queen wird sauer sein, aber gut, wenn du meinst. Ah, es kommt drauf an. Je nachdem, welchem Jahrzehnt wir sind. Und los geht's. Lecker Schnaps. Was hast du denn für einen Schnaps hier? Oh nein. Nein. Okay, wir sind viermal Russen, aber wir fliegen die Map Pearl Harbor. Und auch keine Torpedos nirgendwo. Für die Leute, die sich schon immer gefragt haben, was wäre passiert, wenn die wenn die Japaner sich nicht eingemischt hätten, stimmt, die Russen hätten vor Pearl Harbor gestanden. Genau, weil die Russen es einfach mal können. Die müssen halt nur... Naja, jetzt überlege ich, was ich mache. Ich glaube, ich nehme 2x250 Kilo mit. Nee, 6x100. Das ist. 6x100. Und dann gucken wir, ob wir einen Zerstörer klein kriegen. Dann die Landungs. Ja, erstmal die ganzen Landungstruppen, die da kommen. Innen mal quer drüber. Genau. Landungstruppen, Artillerie, Abwehr. Aber ich habe erstmal einen Bomber genommen. Als nächstes werde ich dann mal hier ein Schlachtflugzeug nehmen. Ja, genau. Es zum bietet sich zum Beispiel ja, an. Ja, gut, da habe ich jetzt aber noch nie so viel freigeschaltet. Da habe ich noch keine Armor-Piercing-Munition auf den 50er-Kalibern. Es bietet sich halt an, wenn man in die Runde reinkommt und man hat einen Bomber und man ist halt halbwegs geschickt damit, zuerst den Bomber zu nehmen. Weil Bodenziele 4, sind 5. begrenzt und, naja, Jäger, das ist wie World of Tanks mit Respawn, um ganz ehrlich zu sein. Das kann man immer wieder mal wegräumen. Also ich strebe es auch an, in der Gebirgsmarine irgendwann mal auch diese voll realistischen Schlachten zu spielen. Definitiv wird da noch, müssen wir da noch einiges üben. Ich habe das mal mit Schoba probiert, das war eine Katastrophe sondergleichen. Ich habe es kaum vom Flugfeld geschafft.
Ich bin Bomber geflogen, ich bin in der Luft gestartet, ich habe fast 25 Minuten gebraucht, um Bodenziele zu finden und ich hatte die auf der Map eingezeichnet. Also ich denke, da muss man auch die Flugzeuge komplett anders skillen, als man sie normal skillen würde. Ja. Viel mehr Sicht. Viel mehr Sicht. Wobei in so einer Suppe wie hier ist Sicht auch nicht schlecht, ne? Also ja, ja, ich skill das. Überbewertet. Ich skill das auf meiner Wellington auch relativ hoch mittlerweile. Weil dann meine Gunner, während ich quasi durch eine Wolke fliege, wenn irgendwas hinter mir ist, meine Gunner sehen das und ja, die haben dann halt was dazu zu sagen zu dem Thema. Oh, hier gibt's Vehicles. Das ist übrigens die niedrigste Klasse. Das ist mehr oder weniger Kübelwagen-Niveau. Das ist der Panzerwagen. Ja, das sind auch Medium-Tanks dazwischen. Aber deine MC-202 hängt hinter dir, Wayne. Mein Frontgunner schießt schon drauf. Obwohl, das muss, man kann hier einstellen, ab wann die Gunner schießen. Weil 900 Meter, nee, da treffe ich nichts mehr. Es ist ein bisschen komisch. Also ich habe jetzt auch den hinter mir getroffen. Ich könnte auch mich jetzt ins hintere Fenster reinsetzen. Aber ihr seht selber, ich bin hier der halbe Rasenmäher. Ich werde bestimmt nicht jetzt in die Heckansicht wechseln, weil ich traue meinem automatisierten Piloten nicht zu. Aber das ist ein Noob, der versucht, ich weiß nicht, was er versucht. Das ist nie ganz klar. Es ist halt so eine Sache, traut man seinen automatisierten Piloten zu, dass er auf einer Höhe von 20 Metern noch gemütlich über den Erdboden fliegen kann? Oder denkt man sich, naja, der Pfosten ist so bescheuert, der geht gleich krachen. Ich gehe auch gleich krachen, aber das liegt eher daran, dass ihr seht, meine rechte Tragfläche, man könnte entweder sagen, die wurde in der Schweiz produziert, oder aber sie wurde so nicht ausgeliefert. Und ich glaube, sie wurde so nicht ausgeliefert. Wir probieren jetzt eine Landung im Grün. Oh, Herr Wock. Ich muss hier weg. So, wir landen mal. Dass ihr auch seht, dass der Hamster landet. Och, die Spitfire hat mich gerammt, ey. Weiche Landung. Okay. Wir probieren doch mal einen Start. Das war eine weiche Landung. Ich bin weich gelandet. Ich habe noch alle Tragwerke, alles. Also, was mir fehlt, ist halt Teile vom Flügel. Ich wollte halt nur die Erfahrung für die Landung. Ich habe mich gerade selber angezündet mit meiner Bombe. Das geht übrigens auch. Start, Landeklappen. Also, man kann halt die Klappen komplett bedienen. Man bedient halt die Motorenkraft und alles. Wir fahren das Fahrwerk ein, stellen die Klappen auf oben und haben dann wieder Vollspeed. Eigentlich wollte ich landen, weil mir halt die komplette Tragfläche fehlt. Rechts. Und wir kein Flugfeld haben. Doch. Haben wir? Nicht? Im Westen. Ah, da. Ah, super. O0 oder was das ist. Komplett quer über die Bucht drüber. Nee, O9, genau. Okay. Ja. Naja, das Problem ist, ich habe einen massiven Strömungsabriss auf der rechten Tragfläche. Ich muss immer nach links lenken. Also so wäre es, wenn ich nicht steuere, Leute. Ihr könnt ja sehen, es sieht aus, als wenn mein Pilot absolut voll wäre. Ja, muss man halt ein bisschen gegenlenken, sonst wird das ein bisschen auf Dauer ein bisschen Brühe. Was ich gerne mal wissen würde, ist, womit die unterschiedlichen Spawnhöhen von bestimmten Flugzeugen begründet sind. Bomber. Wahrscheinlich teilweise mit der Bewaffnung. Also nee, Bomben. Es liegt an Bomber. Es gibt Bomberklassen, die sind auch als Bomberklassen eingeteilt. Die starten immer höher als die Jägerklassen. Ja. Du kannst dir aber auch aussuchen, wo du spawnst, wenn du das umschalten kannst. Nur musst du daran denken, am Einstiegsscreen quasi kannst du deine Spawnhöhe bestimmen. Ah, okay. Nee, das Thema ist, weil die PE2 hat keine Bomben-Optik, startet aber an 3,7 Kilometern Höhe. Das ist genauso wie wenn du mit der Wellington, die Wellington, muss ich dazu sagen, ist ein schwerer Bomber der Briten mit 4 Geschützkanzeln, 5 Geschützkanzeln, ich bin mir gerade unsicher. Ich denke, es sind 4. Es sind 4, glaube ich, ja, ich glaube auch. Ist hauptsächlich ein Bomber. Man kann die aber auch zum Beispiel mit 2 Torpedos bestücken. Nur ein Torpedo aus 3 Kilometer Höhe ist. Irgendwas hinter mir hängen, ich brauche Hilfe. Ich bin so weit weg. Ich muss landen. Ich bin immer noch im Landeanflug. Ich bin unter dir links. Du bist nur 2,5 Kilometer von mir entfernt. Ja, komme. Und eine Wildcat, ey. Ach, da. Oh, Vorsicht, komme. Du hast eine Lack 3 und eine Hurricane hinter dir und eine Wildcat. Ja, ich sitze in der PE3. Es ist nicht so, als ob ich sie loswerden würde, Hans. Ja,
Ich komme. Komme, ich sehe dich nicht mehr. Jetzt. Ja, man hat dann halt quasi zwei Torpedos, aber mit der Wellington aus 3 Kilometer Entfernung ein Torpedo abwerfen ist so sinnvoll wie, boah, keine Ahnung. Waldkette ist weg. So. Vorsichtiger Landanflug. Sehr schön. Landung ist geglückt. Wenn wir jetzt nicht abgeschossen werden, haben wir eine perfekte Landung hingelegt. Das war's. Und zwar auf einem freundlichen Flugfeld kann man sich reparieren lassen. Ihr seht es unten rechts. Repariert in 40 Sekunden, nachgeladen in 20. Und wir sitzen das jetzt mal aus. Weil, ne, warum nicht? Obwohl. Wir verlassen das Flugzeug. Ich will euch ja was zeigen von dem Spiel. Da steht unser Flugzeug jetzt offen. Wunderbar auf der Landebahn, wir sind perfekt gelandet. Klar, wir suchen uns was Neues. Was Schnelles. Lack 311. Ja, Lack 311, komm. Abmarsch. Oh. Die U88 ist meine. So, ich will einen Zerstörer haben. Warum? Boah, weil ich kann. Nimm einen schweren Kreuzer, wenn du kannst. Der hat die bessere Flugabwehr. Du musst dich opfern. Für Mutterchen Russland. Jo, destroyed. Myself. Destroyed myself, alles klar. Juri wäre stolz auf dich. Das lässt uns noch mit 5 zu zerstören. Und da geht die Stucker in die Brüche. Yep. Doppelschlag. Die hat's einfach zerpflückt in einem Staccato aus Maschinengewehren. Und hinter der Blenheim her. Die Blenheim ist eh von Flak völlig zugedeckt. Da hinten ist eine P40, die ist eigentlich viel interessanter. Ich habe den feindlichen Bordschützen ausgeschaltet. Yay. So, und wenn wir jetzt in einem realistischen Kampf wären oder in einem historischen Kampf, hätten wir jetzt keine Munition mehr und müssten landen. Das ist das Problem von den Russen in der Tierstufe. Die haben irgendwie 0 Munition. Ich glaube, die haben 200 Munition, 200 Schuss. Wenn du mal die Mission geflogen bist, wirst du feststellen, dass die Spitfire, wenn du gegen BF-110 fliegst, auch böse am Gucken ist. Weil du mit einer kompletten Magazinladung, selbst wenn du triffst, Probleme hast, eine 110 runterzukriegen. Ja, Arcade mag das sein, Historical. Schön, die Performance mein Alten hat von der mich fast abgeknallt. Deutlich besser. Ja, nee, ich meine ja, ist Historical. Ich bin Historical Mission geflogen. Ja. Mit einer Spitfire gegen 110, gegen 110er Angriff. Ich habe 110 mir gegriffen und habe mir das Spitfire drauf rumgeballert, wie ein Geistesgestörter. Da passierte nicht viel. Allein schon das Treffen ist schwierig, weil du musst anhand der Tracer, also es gibt quasi Leuchtspurmunition. Ich habe mal diesen Vorhaltepunkt, den hat man ja nicht in realistischen Schlachten. Musst du dich quasi anhand deiner Leuchtspurmunition orientieren, ob du triffst oder nicht. Und ich habe es nicht geschafft, eine 110 mit einer kompletten Magazinladung runterzuschaffen. Und dann muss man jedes Mal wieder landen. Und das frisst Zeit. Weil du kannst quasi immer nur ein Band laden. Ja, wenn ein Kill Assist. Ja, ich habe gerade einen Kill. Wenn ein Band durch ist, ist halt lang. So. The real Diddy. Ja, der wollte mich rammen. Mit Absicht. Der hat mir erst die linke Tragfläche weggeschlossen. Da hat es mich weggedreht. Und dann habe ich ihn halt gerammt. Weil, was soll ich dann noch machen, wenn ich links keine Tragfläche mehr habe? Da kann ich nicht mehr steuern. Dann geht er halt in die Brüche, wenn er in meinen Frack fliegt. Ja, genau. Und dann kommt dann so eine blöde Ausrede. Und ich muss ja sagen, die Sounds von den Maschinen sind ja unterschiedlich. Genau wie vom MG-Feuer. Also die Motoren haben leicht unterschiedliche Töne. Ich muss sagen, zum Beispiel die hier. Was fliege ich gerade? Klingt wie ein aufgeladener Mixer. Lack 3.8? Ja. Das klingt wie ein Mixer mit Nüssen drin. Moment, das klingt ungesund. Dafür ein schwer bewaffneter Mixer. Ja, das ist unglaublich, Bob. Hat einen schöneren Sound. Natürlich hat eine Hurricane einen schöneren Sound. Ich finde zum Beispiel den von der Wellington im Überlastmodus auch ziemlich geil, weil das ein richtig tiefes Wummern fast schon ist.
Dafür klingt bei der Lack die Maschinenkanone einfach nur herrlich. Ich finde die Hispano auch schön. Die hat so ein richtiges so dumm, 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 wo du dir denkst so, oh mein Gott, da kommt richtig was vorne raus. Gut, 20 mm kommt auch was raus. Oh, unser Schlachtschiff, das gegnerische Schlachtschiff brennt sogar schon. Und das tut mir weh. Eine Hurricane abzuschießen tut mir immer weh. Dann knall die BF-109er. Ja, ich versuch's, aber das ist nie so einfach. In der russischen Schubkarre hier. Das Thema ist, dass man mit der LAG 3 irgendwie immer seine Nase vor sich herträgt. Also ich habe sie jetzt fast fulltech, ich muss sagen, man macht Laune. Oh, neben mir ist eine Wildcat, die mich ignoriert. The real Diddy. Ja. Au. Der schon wieder. Oh, ich habe eine Premium Gladiator vor mir. Das Problem ist, meine LAG ist schneller als die Hurricane. Ja, guck mal die Hurricane an. Und da habe ich die Gladiator weggepflückt. Noch mal. Scheiße, ich habe schon wieder einen Flügel schwer beschädigt. Naja. Ah, sorry. Ich habe sie verfehlt. Noch eine Minute, bis ich wieder vom Spawnpoint komme. Mann, schieß mal immer das Flugzeug hinter mir ab. Geht doch nie. Ich bin noch hier mitten im Krempel. Komm, ich krieg mich mal hochgezogen. Ich bin gerade ohne Fahrwerk gelandet. Aber mit fast 400 Sachen. Ey, aber der Rumpf ist noch völlig in Ordnung. Ja, bleib mal so, Eisen. Ja. Weil. Die Hellcat hole ich mir jetzt. Oder Wildcat, je nachdem, was es ist. Eine FUF, es müsste eine Wildcat ist sein. Ist eine Wildcat. Miau. Alter, bete Flügel im Arsch. Du willst mir sagen, dass die Lack nichts aushält? Naja, ich meine, die amerikanischen Fighter schießen ja auch nur mit Erbsen. Ja, die Wildcat schießt mit 50er Kaliber. So, die Wildcat schießt jetzt gar nicht mehr. Naja, ich gehe down. Wahrscheinlich. Ja, mein Heckstummel ist jetzt auch weg. Ah, ich steig mal aus. Ich komme mit Sperrholz und Papier, halte durch. Wo seid ihr alle hin? Bei den feindlichen Schiffen sind wir. Oh, ja, ich. Oh, ich hab noch meine E-Shock. Ah, da bist du. Ich sehe nur noch. Ich sehe nicht mal deinen Namen, deswegen war ich gerade verwirrt. Auf einmal war der beide weg. So, hey, ihr habt mich irgendwie verarscht. Du hast eine P. Ah, Philipp hat eine IL-2 hinter sich. Und das war's auch schon. Ich bin unterwegs. Ja, für Philipp ist zu spät. 16. Oh, die ja, von genau. Hat Fahrwerk ausgefahren, warum auch immer. Die IL ist weg. Ja. Naja, deswegen sagte ich ja auch, ich war ja auch mit der I-16 unterwegs, ich komme mit Sperrholz und Papier. Ist aber gefährlich. Ja, klar. Die ist so eine Kadenz, das ist düster. Die ist ja auch fies, das ist ja auch einer der ersten Flugzeuge, die eine Vollkanzel haben, sodass du nicht mehr diese G-Effekte hast. Aber dafür besteht sie halt aus Birken, Sperrholz und Pappe. Oh, BF-109 trudelt aus. Ich habe hier eine Havoc. Havoc und 120, nee, 86 mm Raketen. Ja, ist egal, wenn eine Rakete trifft, ist meistens sowieso Ruhe. So, die BF-109 ist gerade zerbrochen. Da kommt eine P-36. Ja, dummerweise darfst du auch gleich, sobald die Havoc zurückschießt, erstmal abhauen. Ja. Ja, die Havoc hat einen Critical, aber ich lasse jetzt in Ruhe, ich komme eh nie hinterher. Wo ist denn überhaupt? Ich sehe sie noch nicht mal. Ach, da! Die BF-109 ist doch viel, viel saftiger. Vorsicht, da kommt von oben die 36G. Chris, du hast da Haufen Scheiße hinter dir hängen. Ich versuche dir zu helfen, aber... Ach, crap. Tschüss. Nee. Die Buffalo. Blaine burned up. Naja. Das ist halt der Nachteil, der... Dings, die brennt so dermaßen schnell, wenn und die Incendiary drin haben. Ach, der aims aus Schwein. Jo, der hat mich auch abgeschossen. Ja. Der muss sterben, der Mann. Der ist auch erster vom gegnerischen Team. Naja, der wird sich aber auch denken, was zum Geier geht mit der Gebirgsmarine hier. Ach, kacke. Ja, wir sollten es eigentlich gewinnen, aber wir haben halt keine Bomben mehr.
Ich habe noch Bomber. Ich benutze nur bis jetzt noch nicht. Kann ich dann als nächstes Mal in den Bomber gehen? Ich bin raus. Absolut. Du kannst dann mit zuschauen und quatschen. Ohne Jag 7. Ja, ja, ich denke, mit Gequatsche ist auch bald Ruhe hier. Ja. Oh, ich habe noch die Suit 2. 1. Na dann, mach den Zerstörer fertig. Noch mache ich auch. Ich mach, pack mir hier 450 drin und dann halbe ich Schniff. Kriegst Geleitschutz. Das wäre das erste Mal in diesem Spiel. Finster. Er die Havoc dreht hier auch noch ihre Runden. Die muss auch noch weg. Ja. Ach, ich muss ja nach rechts abdrehen. Da sind ja die Dinger. Aber erstmal The Real Didi. Wir haben noch ein Date. Ein scharfes Date. Pack ihn in meine Art. Vorsicht, Wayne, Bierhamster, jetzt bitte nichts ändern an dem, wie du fliegst. Ja, komm. Das war doch noch nicht. Ich kann das schneller als du. Ja, es liegt aber auch daran, dass du eine ganze Ecke weniger wiegst als ich. Du bist eine Spanplatte, eine fliegende Spanplatte. Yeehaw. Keine Bremsklappen. Ich will die U88A. Der hier hat noch nicht mal Kampfklappen. Doch. Ich habe Kampfklappen. Ja, jetzt bräuchte ich Hilfe bei unserem Flugfeld. Ja, geht los. Also 2,5. Die B101E1. Aua. Du hast eine P36 nur. Oh Gott. Komme, Vorsicht. Ja. Klink, klink. Klink, klink, klink. Da jagt dich was. Kampfklappen. Du hast eine 112P und eine P36G. Die P36G ist mir. Ist mir egal. Ihr seht schon, Motor ist eh hin. MG auf Zerstörer macht echt wenig Sinn. Target undamaged. Ach. Ne, ich sag's ja nur, weil wir gerade so einen schönen Film gesehen haben. Red Tails. Wenigstens haben die Zerstörer hier keine Helfer. Ich hab die Kurve nicht gekriegt, Leute. Das tut mir leid. Ich habe auch noch Bomber, aber mir muss mal jemand die Hurricane abnehmen. Ich hab grad die Funkantenne vom Zerstörer volle Esse mitgenommen. Ist die Mohawk, die Hurricane ich bin down. Die Antenne vom Zerstörer steht noch und ich bin tot. Ja, ich hab noch was. So, was haben wir denn? Guck mal, nächste. Die Su-100, genau. Ich setz mich in die Su-100. Wow. Mit 122 mm. Halt, Moment. Falsches Spiel. Ich bezweifle auch, dass die sonderlich gut fliegt. Ganz ehrlich. Ach du, nee. Das ist, die Su-100 ist die Munition. Ich werf die wahrscheinlich mit irgendeiner Tupolev ab. Das ist quasi ein Bombenträger-Träger. Richtig. Also die Tupolev. Destroyer, das musste mal drin sein. Nein, keine MGs mehr. Dann guck ich mal beim nächsten. Ah, Eisenleber sitzt gerade in irgendwelcher Haferbrei-Pampe, das ist zum Gucken nie so spannend. Das ist Haferbrei-Pampe? Die Wolke sieht aus wie Haferbrei-Pampe. Achso, ich muss gerade sagen, der Flieger aber nicht. Nee, fliegender Haferbrei. Ja. MC-202. Ja, das war mein letztes Flugzeug. MC-202 hatte ich volle Esse erwischt. Und die fliegt noch, wie geht denn das? Hallo? Duralminium, du bist nur Pappe. Der ist Duralminium. Für die, die es interessiert, deutsche bzw. Achsenflugzeuge hatten sehr früh, verstärkte Flugzeugmaterialien. Während die Russen noch mit Sperrholz und Papier umwandeln. Ich hab Fighter und Bomber. Schön. Ich hab nur Bomber. Ich hab Fighter-Bomber. Fighter-Bomber. Du hast quasi Jäger bombardiert. Das gab Credits und das gab XP. Ja, das war doch schön. So. Und Challenges kann man hier auch machen. Das soll es gewesen sein für unser Let's Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Let's Play gibt's. Wenn ihr euch das gefallen hat, dann geben wir uns die Mühe, dann erstellen wir neue Accounts und spielen von Tier 0. Ha. Ja, geht doch recht zügig. Ja, es geht recht zügig. Für euch die Sachen hoch, genau wie wir es damals bei World of Tanks gemacht haben und auch noch weitermachen. Ich meine, ihr habt ja jetzt neue Folgen gesehen. Neue alte Folgen, die ich dann irgendwo mal freigegeben habe. Da geht's auch weiter.
keine Sorge. Aber War Thunder halt als für euch noch als Alternative für jene Leute, die ganz gerne mal einfach ein bisschen mehr dünnere Luft schnappen wollen, bieten wir das an. Wenn die Nachfrage besteht, machen wir es. Ansonsten schmieren wir uns den Aufwand dafür in die Haare und geht es uns auch nicht schlechter drum. Und spielen einfach so. Jo. Und spielen einfach so. Genau. Und dann könnt ihr auch einfach, der FGM joinen. Einfach genau. Eine Bewerbung schreiben. Wir freuen uns immer über Member. Wir haben nämlich ziemlich wenig. Liegt aber auch daran, dass wir aber ein harter Kern. Ein richtig harter Kern. Genau. Gut, Leute, da klinke ich mich jetzt hier schon mal aus. Genau. Und. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerade das schöne zu viert ohne Premium. Und dann macht's gut. Ja. Ciao. Und ich verabschiede mich auch und man sieht sich dann bei World of Tanks wieder, bei der nächsten Staffel, bei Minecraft oder was weiß ich, was ihr als erstnächstes gucken werdet. Oder bei War Thunder, wenn wir dann das Let's Play starten. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß mit den Spielen, die wir euch präsentieren. Und bis dahin, tschö. Tschüss.